Entdeckungen in Südamerika, die die ganze Welt schockierten. Südamerika beherbergt den größten tropischen Regenwald der Erde. Diese Wälder bedecken mehr als 5 Millionen Quadratkilometer des Kontinents und sind so tief und dicht, dass kein Licht ins Innere dringt. Daher liegen unter dem grünen Blätterdach Südamerikas viele Rätsel und schockierende Geheimnisse begraben. Tiere, Fossilien und sogar geheimnisvolle Ungeheuer. Schau dir also 11 Entdeckungen in Südamerika an, die die ganze Welt schockierten. Nummer 11. Der Todesdrache. Vor kurzem wurden in Zentralargentinien die versteinerten Überreste eines furchterregenden Flugsauriers gefunden. Der gigantische prähistorische Vogel hieß Thanatos Drakon Amaru oder Todesdrache. Forscher haben etwa 40 Knochen und Körperfragmente des riesigen Flugdinosauriers geborgen. Als sie untersucht und zusammengesetzt wurden, stellte sich heraus, dass die Kreatur eine Flügelspannweite von über 9 Metern hatte, etwa so groß wie ein Schulbus. Studien haben ergeben, dass das furchterregende Monster vor 86 Millionen Jahren lebte und der größte Flugsaurier war, der jemals in Südamerika entdeckt wurde. Ein lebensgroßes Modell ist im Labor und Museum für Dinosaurier in Mendoza, Argentinien zu sehen. Nummer 10. Tiahuanaco, Bolivien. Obwohl es nur 20 Kilometer vom Titicacasee entfernt ist, gilt Tiahuanaco als eines der größten archäologischen Rätsel Südamerikas. Es ist erstaunlich, dass die meisten Touristen am Titicacasee nichts von seiner Existenz wissen. Hier soll die prähistorische Zivilisation dieser Gegend ihren Ursprung haben. Und wenn die Studien stimmen, könnte sie sogar älter sein als alle anderen antiken Städten des Kontinents. Tiahuanaco besteht aus den Ruinen von 4 Hauptgebäuden und die für ihren Bau verwendeten Steine wogen bis zu 136 Tonnen. Die Tatsache, dass sie weitgehend unbekannt und nie überfüllt ist, macht sie zu einem hervorragenden Ort für einen Besuch. Nummer 9. Ein vierbeiniger Wal. Wale sind riesige fischähnliche Tiere, die ausschließlich im Wasser leben. Aber wusstest du, dass die Vorfahren dieser Wassertiere Beine besaßen, mit denen sie an Land gehen konnten? Wissenschaftler haben diese unglaubliche Spezies jetzt in einer Küstenwüste im Süden Perus entdeckt. Der Wal mit Füßen existierte vor etwa 43 Millionen Jahren und wird als wichtige Entdeckung für das Verständnis der Evolution und der Wanderungen dieser frühen Wale gepriesen. Obwohl die Fossilien dieses laufenden Wals bereits vor 8 Jahren entdeckt wurden, brauchten die Forscher bis jetzt, um das Skelett zusammenzusetzen und bekannt zu geben, was für eine Kreatur es war. Das zeigt, wie mühsam die Arbeit eines Paläontologen sein kann. Nummer 8. Der Tagschläfer. Wenn du diesen Vogel ansiehst, was denkst du dann? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber er erinnert mich an den einen verrückten Freund, den wir alle haben und der unberechenbar ist. Das ist der Tagschläfer, ein Amazonasvogel und Meister der Tarnung. Trotz ihres albernen Aussehens sind diese Vögel unschlagbar im Verstecken und können tagelang bewegungslos sein. Tagsüber sitzen sie auf abgebrochenen Ästen und haben teilweise die Augen geschlossen. Du kannst von Glück reden, wenn du einen dieser Vögel triffst, denn sie sind nachtaktiv und verstecken sich so gut, dass man sie kaum bemerkt. Nummer 7. Ein altes Grab. 2018 entdeckten Archäologen in der bolivianischen Gemeinde Vijada einen alten Friedhof mit menschlichen Knochen und anderen Artefakten aus dem 15. Jahrhundert, der Zeit des Inka-Reiches. Daher wird angenommen, dass die 4 Gräber zu einer Gesellschaft gehörten, die dort wohnte und zu den Aymara-Königreichen gehörte, einer Ansammlung von indigenen Völkern, die von den Inkas erobert wurden. Im Rahmen dieser Friedhofsausgrabung wurden 2 bemerkenswerte Gräber mit Merkmalen der Monumentalarchäologie freigelegt. Es befanden sich etwa 108 Personen darin. In dieser riesigen Grabkammer fanden die Forscher Artefakte aus Metall und Teller und Gefäße aus Keramik und Holz. Laut Archäologen lebte das indigene Aymara-Königreich Pasayes im bolivianischen Hochland, bis es Mitte des 15. Jahrhunderts vom Inka-Reich überrannt wurde. Möglicherweise wurde das Volk der Pasayes nicht durch die Inkas ausgelöscht, sondern ist einer Form von Pest erlegen. Nummer 6.
Tyrannopdella rex. Tyrannopdella rex ist eine neue Art von Riesenegeln, die im peruanischen Amazonasgebiet entdeckt wurde. Die Tatsache, dass der bis zu 7 cm lange Blutsauger riesige Reißzähne besitzt, wie sein Dinosaurier-Namensvetter Tyrannosaurus rex, hat Biologen von Anfang an verblüfft. Es ist auch ziemlich beunruhigend. Mit seinen Reißzähnen sägt er sich durch das Fleisch, um Löcher zum Fressen zu machen. Schlimmer noch, er scheint es gezielt auf die Körperöffnungen von Säugetieren abgesehen zu haben, zum Beispiel auf die Augen, die Genitalien und das Rektum. Der Blutegel kann wochenlang im Körper seiner Beute leben und sich dort ernähren. Nummer 5. Geoglyphen. Der Amazonaswald ist zwar dicht bewachsen, aber leider hat das die Menschen nicht davon abgehalten, die Umwelt durch Landwirtschaft und Viehzucht zu verändern. Bei der jüngsten Abholzung des Waldes wurden Beweise dafür gefunden, dass diese Gebiete schon vor 2000 Jahren von indigenen Stämmen genutzt wurden. Einheimische haben sogenannte Geoglyphen entdeckt, 2000 Jahre alte massive geometrische Erdwerke, die Quadrate und Kreise bilden, die sich über einen ganzen Stadtblock erstrecken. Außerdem wurden Gräben gefunden, die bis zu 3,5 Meter breit und 4 Meter tief waren. Nach Angaben von Archäologen lebten in der vorkolonialen Zeit zwischen 6 und 10 Millionen Menschen in Amazonien, also deutlich mehr als heute. Diese Stämme haben sogar eine Reihe innovativer Techniken entwickelt, um die Produktivität des Waldes zu steigern, ohne künftige Generationen zu gefährden. Vielleicht sollten wir von ihnen lernen. Nummer 4. Mapinguari. Viele Stämme, auch die, die nicht miteinander kommunizieren, sprechen von einem riesigen Dschungeltier, das entweder brüllend oder stinkend ist. Ein Riesenfaultier vielleicht? Forscher haben Exkursionen unternommen, um ein 2 Meter großes Tier aufzuspüren, dessen Geruch so überwältigend ist, dass es Jäger schwindelig und verwirrt macht. Obwohl es weder Knochen noch Kotproben gibt, glauben einige Wissenschaftler, dass die Geschichten über den Mapinguari auf mündlichen Überlieferungen von Menschen im Amazonas basieren, die mit den letzten Riesenfaultieren interagierten, möglicherweise vor 10.000 Jahren, als die Art vermutlich ausgestorben ist, oder vielleicht auch erst in jüngerer Zeit, falls sich dieses Datum als falsch herausstellt. 2007 sagte David Oren, ehemaliger Forschungsleiter des Goeldi-Instituts in Belém, Brasilien, der New York Times, wir wissen, dass ausgestorbene Tiere hunderte von Jahren als Geschichten weiterleben können. Aber ob ein solches Tier noch existiert oder nicht, ist eine Frage, die wir im Moment nicht beantworten können. Nummer 3. Silkhenge-Spinnen. Die seltsame Fauna im Amazonasgebiet ist nicht unbedingt groß. Seit 10 Jahren versuchen Wissenschaftler herauszufinden, wer die kleinen Seidenkonstruktionen in Tambopata, Peru, herstellt. Sie bestehen aus einem Ring von Säulen, die durch horizontale Fäden verbunden sind und einem Kegel in der Mitte. Nachdem die Forscher mehrere Exemplare gesammelt und untersucht hatten, konnten sie beobachten, wie Spinnen aus der Mitte des Bauwerks hervorkamen. Obwohl es aufschlussreich ist, dass die Erbauer Spinnen sind, sind sich die Wissenschaftler immer noch nicht sicher, um welche Art es sich genau handelt, da keine eindeutigen erwachsenen Besitzer der Seidenhügelbauten gefunden wurden. Bei keiner anderen Spinne wurde bisher beobachtet, dass sie nur ein Ei in einem Eiersack ablegt. Tatsächlich halten die meisten Spinnen ein Bündel von Eiern auf ihren Netzen, um sie zu schützen, bis sie schlüpfen. Nummer 2. Umgedrehte Stufen. Unter den Kammern, Zitadellen und anderen Bauwerken der Sacsayhuaman-Ruinen in Peru sticht ein Phänomen besonders hervor, das Wissenschaftler seit seiner Entdeckung vor Jahren verblüfft. Es handelt sich um einen großen Granitfelsen mit umgedrehten Stufen auf der oberen Hälfte, den sogenannten Upside-Down-Steps. Experten vermuten, dass der Felsen Teil eines anderen Bauwerks war, das durch ein Erdbeben oder eine andere Naturkatastrophe zerstört wurde und dadurch auf den Kopf gestellt wurde. Es ist ungewiss, welche Technik die Erbauer von Sacsayhuaman benutzten, um diese Granitfelsen in Position zu bringen oder wozu die umgedrehten Stufen dienten. Nummer 1. Gehörntes Skelett. Man hat keinen Satyr im Amazonas gefunden, aber das hier kommt dem schon sehr nahe.
Dieses mysteriöse Bild einer gehörnten Mumie, und das sind nicht einfach nur Wucherungen, sondern große Hörner wie eine Ausgeburt Satans, tauchte im Internet auf und behauptete, es sei in Südamerika entdeckt worden. Die menschliche Ziegenmumie schien perfekt erhalten zu sein und wurde ausgestellt. Das Problem ist, dass es keine Informationen darüber gab, wo genau sie gefunden wurde, sodass wir nicht wirklich wissen, wie wahr sie ist. Was nicht bezweifelt werden kann, ist, dass mehrere lokale Legenden unter den indigenen Stämmen des Amazonas von solchen furchterregenden Kreaturen sprechen, wie zum Beispiel halb Mensch und halb Tier. Also können wir die Echtheit eines solchen Fundes nicht ganz abschreiben. Wir überlassen es jedoch dir, dies selbst zu beurteilen. Sag uns deine Meinung in den Kommentaren unten und vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren.